Guten Morgen. Als erstes mal das hier und als zweites, ihr seht es hier sicherlich, was soll ich sagen, ja, aufgrund des Updates, was gestern am 28. Juli kam, ist mein alter Spielstand flöten gegangen. Das heißt, wir dürfen nochmal von vorne anfangen, aber ist nicht das Problem. Denn wir fangen einfach neu an. Wo ist mein Charakter-Skin? Den da hatten wir. Name wie immer Heik. Vermieter, Standardmodus, Gehaltsmodus. Ungeziefer zensieren, was? Drogen zensieren? Ne, gar nichts. Erhöht Anzahl der Erfahrungspunkte wird erhöht. Start. So. Wir lassen das so, wie es ist. Und fangen halt nochmal von vorne an. Aber so ist es ja bei den meisten Spielen. Wenn die Updates haben, ist der alte Spielstand entweder weg oder aber man muss automatisch einen neuen anfangen, weil so viel Neues hinzugekommen ist, dass das gar nicht alles mehr irgendwie untergebracht werden kann im alten Spielstand. Und ja, wir schauen mal. Wir kriegen das Kind schon geschaukelt. KW ist auch mit am Start, so muss es sein zum Guten Morgen Stream. So, das kennen wir ja alles schon. So. Na, machst du mal. Also kann es losgehen. Drück auf die Slums. Ja, Handy. Jobs annehmen. Renovierung starten. Hey, dieser Opa. Ja, komm, wir versuchen es mal. Oh. Nee, nicht verkaufen. Nee, komm, das verschrott mal. Komm, gib Money. Schön. Ja, Renovierung starten, los. Opa, du gehst mir auf den Keks. Teppich. Laminat. Hartholz. Fliesen. Ach du Heimatland. Naja, komm, einmal so und fürs Badezimmer nehmen wir das hier. Wände, grau. Das hatten wir doch alles schon mal. Hier, komm. Wir machen das so. Was will er denn? Ein Bett? Ein
Der möchte gern ein Bett. Job abgeschlossen werden können. Ja. Einen Stuhl möchte der noch haben. Eine Toilette will er auch noch. Was will denn der noch alles haben? Hier kriegst du ein Billigklo. Du kriegst eine ganze Handvoll Klopapier. Und ein TV will er noch haben. Ja. Komisch mit dem Update. Ich muss komplett bei Null anfangen, aber hab noch die Sachen vom letzten Mal alle freigespielt. Das ist seltsam. So. DVDs will er noch haben. Der hat nicht mal einen DVD-Player, also kriegt er die nicht. Er kriegt aber noch ein bisschen Wanddeko. So. Guck mal, das können wir doch anders machen. Wenn wir den hier hinstellen. Wenn wir den Fernseher tatsächlich da hinstellen. So. Kriegt er noch eine Uhr. Und noch ein Bildchen. So. Job abschließen. App öffnen. Bevorzugte Möblierung. Ja, ich habe die Dings, die DVDs nicht mitgemacht. 4500 Hammer. Das kennen wir ja noch vom ersten Stream. So, und jetzt geht's ans Geld verdienen. Alter, was? Jetzt muss ich hier schon Geschenke machen? Alles klar. Jetzt mache ich denn auf meine Kosten ernsthaft Geschenke? Das ist echt ein bisschen... Ja. Renovierung starten. Linoleum oder Teppich. So. Braun oder grün die Wände. Nehmen einfach mal das hier. So. Ein Einzelbett hätte dieser Mensch gerne. Ist das ein Einzelbett? Das ist ein Doppelbett. Wie viel habe ich denn überhaupt zur Verfügung? Jetzt noch 3800. Einzelbett steht.
Die teure Trainingsbank. Ja. So, die Hantel noch dazu. Eine Lampe hätte diese Person gerne noch. So. Und wenn wir schon mal dabei sind, noch eine Uhr. Okay, die nicht. Dann nehmen wir halt die hier. Ich hab doch eine Uhr. Oder will er den Wecker haben? Wow, den Wecker will er haben. Kleine Pflanze. Kleine Pflanze möchte er noch haben. So. Und Motivationsposter. So. So. Wir haben jetzt eigentlich alles. Wir haben bestimmt noch ein bisschen Geld übrig. Ja, 500. Da bekommen wir doch bestimmt noch ein bisschen was hin. Wir könnten nämlich noch einen Klon installieren. Wem das gefällt. So. Wie sieht's aus? Dekoration. Müsste noch ein bisschen was hin. Hier hätten wir noch mal eine kleine Pflanze. Und hier so eine Trophäe. So. Passt. Warte mal, um ehrlich zu sein, ich bin mir, meine Bildung, wir müssen radikal vorgehen, öffnen das Mietermenü. Hier. Und jetzt? Ich bin gerade ein bisschen überfragt hier. Gute Bewertung, danke. Alter, was hat der mit meinem Wohnwagen gemacht? Holy shit, was ist denn das für ein Penner? Okay, wir sind jetzt dabei, den rauszuekeln. Interessant. Alter, und jetzt? Dieser Kerl war echt furchtbar, bitte nie wieder. Schreckliche Inneneinrichtung, schreckliche Vermieter, willst du noch mehr hören?
Es reicht, leb wohl, ich bin weg. Ja, tschüss. Holy shit, ey. Also, jetzt gibt es sogar einen Fähigkeitenbaum. Cool. Schalte Mietlaufzeit frei 4 Monate. Spielt Marketing für Tag der offenen Tür. Ja, komm. Hallo. Oh. Kriegt erstmal der Onkel was. So. Geil. Hier. Installierte Heizung. Reinigung. Sehr schön. Sehr schön. Ich habe jetzt schon 7.000, wo kam das Geld auf einmal her? Holy shit. Geht ja ruckzuck hier. Haben wir das? Danke. Wenn ich jetzt da eine reinmache und da... Wir machen das wie beim Anfang. So. Dann Boden. Fließen. Hier drüben kommt der Spaß rein. Wände. Weiße Fließen. Jo, alles gefliest. Und die Wände im Wohnzimmer werden... Ah ja, komm. So. Und so. Möbel. Ein Einzelbett. So. Na, das dahin machen. Können wir dann da drauf noch wunderbar einen Fernseher stellen. Kühlschrank kommt dann hier drüben hin. Oh, kann ich den nicht genau dahin? Sch-
Schade, dass man die Heizung nicht unter das Fenster machen kann, so wie es typisch ist. Eine Toilette will er haben. Dann eventuell noch ein Waschbecken. Kriegst dann auch eine Dusche. So. Und Wandbehang. So. Sitz und Kühlschrank. Was nehmen wir denn da? Nix, ich muss erstmal Geld verdienen. Ach, ich muss hier erstmal raus. Stimmt, da war ja was. Renovierung starten. Laminat oder Fliesen? Ne, das nicht. Laminat. Grün oder gelbe Wände? Eine Badewanne. Wie viel haben wir zur Verfügung? Ja, gut. Ein Waschbecken und eine Toilette. Das. Das. Eine Klobürste. Einmal Toilettenpapier. Ein Pömpel. Und ein Handtuchhalter. Guck mal den dort hin. Wandpflanze und Wanduhr. Pflanze 1. Pflanze 2. Eine Uhr. Hammer. Und... irgendwas können wir doch noch. Können wir die auf den Badewannenrand stellen? Nee, schade. Schade, schade, Schokolade. So. Wo waren die Kerzen? Da. So. Job abschließen. Boah, weh, du bist nicht zufrieden. In der Zeit mache ich mal kurz diesen. Und wieder rein.
Okay. Dann hauen wir die Bewertung raus. Hui! Hui, das ist das erste Mal, dass ich komplett full bin. Okay, dann geht's hier weiter. Was willst du hier drin haben? Oh Gott, eine Küche! Wandfertig, rot oder grün? Haben wir einen Herd. Was ist das? Sabotage stinkt hier. Service Chefkoch. Geschenkte Presse. Die wollen einen Herd haben. Den kriegen sie. Die wollen einen Kühlschrank. Den kriegen sie auch erst einmal. Eine Spüle. Okay, jetzt kann ich mich mit der Küche austoben. So. Hier noch einen hin. Und hier den Kühlschrank. So. Ich habe noch 1900 und ich muss nicht mehr wirklich viel machen. Kleiner Tisch. Zwei Stühle. Ich würde die gerne in Rot haben wollen. Die Wanduhr kommt dorthin. Und Wandpflanzen noch. Da. Da. TV und Wanduhr. Die wollen Fernseher hier drin haben. Was ist los mit denen? Aber das ist ein Fenster, da kann ich den nicht setzen. Scheiße. So. ...1400 haben wir noch. Da wollen die noch ein Fernseher haben. Haben wir auch. Wie sieht's dekotechnisch aus? Och, fertig. Job abschließen. Hätte vielleicht noch einen Teppich einlegen sollen. Ja, ja, hätte, hätte. War das jetzt eigentlich die hier? Ich
schaffe es mal. Weil wenn ja, dann... Wow. Schön. Es wird. So, dann machen wir mal jetzt hier weiter. Ein Kühlschrank. Kriegst du auch nur den rein? Küchenmöbel. Ein Herd willst du ja bestimmt auch haben. Oder wollen wir haben? Eine Spüle. Dahin. Wenn ich da jetzt noch so ein Ding hinsetze, der Kühlschrank wird da nicht wirklich reinpassen, aber so. Ja. Das können wir so lassen. Wo sind die Wandlampen? Hier. So. So. Das haben wir alles. Jetzt brauchen wir hier nur noch Fernseh und... Ah ne, Fernseh haben wir ja schon. Ach komm, wir haben ja das nötige Kleingeld. Mal den dahin ballern. Den dahin. Kriegt dann auch den teuren hier. Sitzmöglichkeit haben wir, das ist sehr gut. Huch, was ist das denn? Play X-Konsole. Ja. Was wollte ich denn jetzt noch hier? Genau, Bücherregal. Da. Und wir stellen diesmal bis ans Fenster ran. Hier eventuell auch. Vielleicht kriege ich ja da hinten noch eine Stehlampe hin. Ja. Nice. Bücher. Bücher. Grünzeug. Ja. Da. Okay, das ist zu groß. Eine Uhr sollte vielleicht auch noch hier hängen. Und eventuell noch ein richtig schönes Bild. Ja gut, das nicht gerade. Und dann...
könnten wir rein theoretisch hier noch sowas setzen. So. Dann. Wir scheinen es die Wohnung jetzt zu fertig. Gehen wir zum Tag der offenen Tür. Ah, ja. Das kostet mich momentan noch 0 fürs erste Mal. Nice. War ja beim letzten Mal auch so. So, hier haben wir wieder eine Frau. Wir prüfen mal. Adresse, Meinung, exzellent. Null Schulden, verhandeln. Hier komm, ich will erstmal ein fettes Plus machen, ne? Angebot machen. Nee. Nee, komm, dann gehen wir mal auf 2,5 runter. Jo, akzeptiert. Das ist immer noch ein schönes Plus, was wir bekommen. Hier. Wir sammeln die Punkte erstmal. Sechs Tage, okay, aber das kennen wir. War ja fast. Das ist ja so ähnlich wie. Genau. Bitte mach, bitte mach, bitte schaff's. Nein, okay, entfernen. Reinigen. 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 Reparieren. Reparieren, reparieren. Wände sind alle soweit heile, das ist gut. Dit einlagern. Dit einlagern. Verlassen und dann geht's los. Renovierung starten. Hartholz. So, Wände möchte er braun haben. Wie sieht das aus? So, Hammer. Kapitänsschreibtisch. Wir machen das gleich mal so hier. Ans Fenster. Kapitänssessel. So. Grammophon. Erstmal reinstellen. Ein Weinregal, ein dickes Fass kriegst du hier rein. Das stellen wir hier. Ja, komm, scheiß drauf vors Fenster. Eine Uhr möchte er auch noch haben. Okay, jetzt brauche ich erstmal einen Tisch. Jetzt brauche ich tatsächlich erst einmal einen Tisch. Und noch einen. Dahin. Eine Schatzkarte.
dahin und er kriegt die auch noch hierhin. Bootsdekoration. Ein Glöckchen. Ein Steuerrad. Eine Kerze. Ein Kompass. Das Ding kommt mittig hin und die Schatzkiste. Komm mal dahin stellen. Job abschließen. Nice. Gefällt dem. Oh. Komm, ich will eine fette Bonuszahlung haben. Ah, okay. Nice. Na ja, gut, bevorzugte Möblierung. Scheiße, habe ich gar nicht drauf geachtet. Egal. Ich schicke meinen Onkel vorbei. So, alle Viecher weg. Bist du hier so? Ja, möchte ich. Babysitter-Jobs freigeschalten. Annehmen. Ach, schon wieder so ein kleines Ding hier. Okay, Hartholz oder Vlies, ne? Braun oder Gelb? Da die unten so eine schöne Übergangskante haben, nutzen wir die. Ein Kühlschrank möchte die Person haben. Einen Herd. Eine Küchenspüle. Und Küchenschrank. So. Das dort hin. Abzugshaube noch. Kriegt da. Eine Mikrowelle, die kriegt da auch. Wandlampe bekommt da. Einen Hocker. Warum auch immer einen Hocker? Hat nicht mal eine Schlafmöglichkeit hier drin. Ach komm, wenigstens ein Bett kriegt er noch rein. Passt nicht mal, alles klar. Wandpflanze. Eins, zwei, Wanduhr und TV. Wie viel hat er denn noch? 3000. Und eine Wanduhr wollte er noch haben.
haben wir alles. Wie sieht's aus? Deko könnte noch tatsächlich ein bisschen mehr sein. Wow. So. Job abschließen. Runderneuerung, Jobs freigeschalten. Cool. Willst du mich verarschen? Die Mikrowelle gefällt dir nicht. Aber der Hocker. So ein Wichskopf. Muss ich einfach mal sagen. Und Hauptsache die Glotze gefällt. Ey, das ist klar. So, jetzt hier. Zeig an. Ja, ja, das passt. Super. Zwei Fertigkeitenpunkte. So. Huch, noch was? Ich habe noch einen Punkt. Ah, hier, komm. So. Jobs. Gut, ich mache jetzt eine kurze 5-Minuten Pause und wir hören uns gleich wieder und dann wollen wir mal schauen, was wir noch so alles auf die Reihe bekommen.